Für mich hatte Adolf Hitler nach meinem früheren Verständnis den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und verursacht, als er die Lösung der Danzig- und der Korridorfrage gegen Polens und Englands Willen durchgesetzt hat. 1967 hat der israelische Botschafter in Bonn, Asher Ben Nathan, interessanterweise einmal auf die Frage eines Journalisten, wer denn den Sechstagekrieg ausgelöst und die ersten Schüsse abgegeben habe, geantwortet: Das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist. Und genau damit bin ich bei der Frage, die ich mir so früher nie gestellt habe: Was ist eigentlich den ersten Schüssen vom Zweiten Weltkrieg vorausgegangen? Und damit bin ich bei der Verursacherfrage angekommen. Ich habe in den 4 Jahren, in denen ich an diesem Buch gearbeitet habe, ja einiges gelesen, was meine einfache Sicht mit Hitler als alleinigem Verursacher des Zweiten Weltkriegs differenziert hat. Und da habe ich mich natürlich fragen müssen, woher ich dieses vereinfachte Bild, Geschichtsbild hatte. Ich hatte es aus dem, was man so hört und liest, aus dem, was ich in der Schule gelehrt bekommen habe, und aus dem, was man damals so an Lektüre in der Nachkriegszeit bekommen hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was die Schulkinder heute so über die Entstehung des Zweiten Weltkriegs in Deutschland lernen. Und da habe ich mir das Schulgeschichtsbuch meiner jüngsten Tochter genommen, mit dem sie durchs Abitur gegangen ist, vom Verlag Diesterweg, Unsere Geschichte, Band 4. Dieses Schulgeschichtsbuch von Diesterweg vermittelt das Bild von einer deutschen Reichsregierung, die 1939 auf Krieg drängt, die nicht vor allem die Danzig-Frage lösen will, sondern die Polen erobern will. Und dazu zitiert dieses Schulbuch aus einer Hitlerrede vom 22. August 1939, also eine Woche vor Kriegsausbruch, eine Rede, die Hitler vor Oberbefehlshabern der Wehrmacht hält. Und dieses Zitat möchte ich einmal vorlesen. Es steht in fast allen deutschen Schulgeschichtsbüchern. Hier sagt Hitler eine Woche vor Kriegsbeginn, sagt in Anführungsstrichen: Die Gegner haben nicht mit meiner großen Entschlusskraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würstchen. Ich sah sie in München. Nun ist Polen in der Lage, in der ich es haben wollte. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. So steht es auf Seite 128 in diesem Geschichtsbuch. Die Schüler lernen mit diesem Redeauszug, dass Hitler Krieg um jeden Preis will. Ich erinnere Sie nochmal an den letztverlesenen Satz.
Ich habe nur Angst, dass mir noch irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Der Satz spricht Bände. Nur, er ist eine Fälschung. Er ist für den Nürnberger Prozess in diese Hitlerrede hineingefälscht worden, offensichtlich, um die Rede als Beweismaterial gegen die Hauptangeklagten des Nürnberger Prozesses etwas anzuspecken. Wie kann ich so sicher sein, dass es sich hier um eine Fälschung handelt? Es gibt von dieser Rede 7 sehr verschiedene Niederschriften von Zuhörern und Nicht-Zuhörern dieser Rede. 2 von diesen Niederschriften sind gespickt mit solchen inkriminierenden Hitler-Zitaten. Die eine dieser beiden Reden wurde vom Nürnberger Gericht sofort bei Vorlage als Fälschung entlarvt und zurückgewiesen. Sie war einfach zu plump gefälscht. Die zweite, aus der ich hier eben zitiert habe und die seit dem Nürnberger Prozess in allen Geschichtsbüchern und Dokumentensammlungen zitiert wird, haben die Nürnberger Ankläger ohne weitere Beweisführung zur authentischen Niederschrift erklärt. Dass auch sie eine Fälschung ist, ergibt sich aus dem Vergleich der 7 Niederschriften, aus den Kreuzverhören der Zuhörer dieser Hitlerrede, den Kreuzverhören im Nürnberger Prozess, aus der Weigerung der Nürnberger Richter, den wichtigsten Entlassungszeugen, einen Protokollanten der Rede, zur Vernehmung zuzulassen, daraus, dass das Nürnberger Gericht den Autor dieser inkriminierenden Niederschrift nicht nennen konnte, und daraus, dass diese offensichtlich ebenfalls getürkte Niederschrift aus derselben Schreibmaschine und auf dem gleichen Papier niedergeschrieben worden ist, wie die zuerst vorgelegte zu plumpe Fälschung. Dieses alles festzustellen, hat mich eine Menge Zeit gekostet. An anderen Beispielen ist es mir später oftmals leichter gefallen, Indizien für Aktenmanipulationen und Fälschungen festzustellen. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Wenn ich beim Studium von Büchern über diese Zeit oder gedruckten Dokumentensammlungen Sachverhalte gelesen habe, die mir unglaubwürdig vorkamen, habe ich sie in einer Sammelliste vermerkt. Oft handelte es sich um Vorgänge, die ich in den Originalakten im Archiv des Auswärtigen Amtes zu finden hoffte. Und wenn ich dann mal wieder in Berlin im Archiv war, dann habe ich diese Liste abgearbeitet, um festzustellen, ob die Sachverhalte so stimmen, wie sie in den Büchern gedruckt waren. Irgendwann fiel mir auf, dass die von mir gesuchten Stellen oft unter den schon fast braun vergilbten Aktenblender der Originalakten als einzige auf blütenweißem Papier geschrieben waren, also auf offensichtlich später ausgetauschten Blättern. Heute suche ich in solchen Fällen zuerst nach den weißen Blättern in den vergilbten Ordnern und dann habe ich fast immer sofort, wonach ich suche. Ein Archivdirektor hat mich mal gefragt, warum mir das aufgefallen ist und keinem anderen. Ich nehme an, das liegt daran, dass die Akten, um die es hierbei geht, bis 1956 als Siegerbeute in amerikanischem und englischem Gewahrsam waren. Wenn Texte in diesen Jahren in England und Amerika oder Amerika nachträglich abgeändert worden sind und dazu Blätter ausgetauscht worden sind, waren die alten originalen Blätter und die neuen geänderten Blätter 1956 noch gleich weiß oder fast gleich weiß, sodass nichts auffiel. Die Historiker, die kurz nach Rückgabe der Akten, also Ende der 50er Jahre, die Akten ausgewertet und darüber geschrieben haben, konnten also nichts bemerken. Aber heute sind wir 50 Jahre weiter. Und die originalen Blätter aus dem damals billigen Büropapier sind inzwischen hellbraun vergilbt. Die ausgetauschten Blätter waren von besserer Qualität und sie stechen in den Originalakten aus den späten 30er Jahren und frühen 40er Jahren heute weiß hervor.
Andere Manipulationen ergeben sich für mich aus den Vergleichen der französischen, amerikanischen, russischen und englischen Dokumentensammlungen. Auch die Sieger haben sich später untereinander nicht geschont und manches zu Lasten ihrer Alliierten offengelegt, was wir aus den deutschen Dokumenten so nicht ersehen können. Und Manipulationen haben sich für mich auch aus den Falschzitaten und aus mangelhaften Übersetzungen oder Falschübersetzungen ergeben. Zurück zu dieser Hitlerrede. Mit ihr wird unseren Schülern vorgetäuscht, dass Hitler 1939 Krieg um jeden Preis wollte und dass er deshalb nicht verhandelt hat und nicht verhandeln wollte. Wussten Sie, dass Hitler noch am Nachmittag vor Kriegsbeginn dem Reichstagspräsidenten Göring seine Zustimmung für die Fortsetzung der Verhandlungen mit der britischen Botschaft in Berlin gegeben hat, um den Krieg doch noch abzuwenden? Wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung die britische Regierung gebeten hatte, wegen der deutsch-polnischen Probleme zwischen Polen und Deutschland zu vermitteln? Wussten Sie, dass Hitler in den letzten 10 Tagen vor Kriegsbeginn mit der italienischen Regierung, der französischen und der englischen korrespondiert hat, um die deutsch-polnischen Probleme ohne Krieg aus der Welt zu schaffen? Und wussten Sie, dass die deutsche Reichsregierung den Polen kurz vor Kriegsausbruch einen 16-Punkte-Vorschlag zur Regelung der deutsch-polnischen Probleme gemacht hat? Die Polen haben diesen Vorschlag nicht angenommen. That we must slap down Germany. Because there isn't one historian in the world that can find a valid reason why those 3 countries decided to wipe Germany off the map politically. Now what happened after that? When Germany realized that the Jews were responsible for her defeat, they naturally resented it. But not a hair on the head of any Jew was harmed. Not a single hair. Professor Tanzel of Georgetown University, who had access to all the secret papers of the State Department, wrote in his book and quoted from a State Department document written by Hugo Schoenfeld, a Jew who Cordell Hull sent to Europe in 1933 to investigate the so-called camps of political prisoners. And he wrote back that he found them in very fine condition. They were in excellent shape. Everybody treated well. And they were filled with communists. Well, a lot of them were Jews, because the Jews happened to be maybe 98% of the communists in Europe at that time. And there were some priests there, and ministers, labor leaders, masons, and others who had international affiliations. Now, the Jews sort of tried to keep the lid on this fact. They didn't want the world to really understand that they had sold out Germany and that the Germans resented that. So they did take appropriate action against them. They, shall I say, discriminated against them wherever they could. They shunned them. The same as we would the Chinese or the Negroes or the Catholics or anyone in this country that sold us out to an enemy and brought about our defeat. Now, after a while, the Jews of the world didn't know what to do. So they called a meeting in Amsterdam. Jews from every country in the world attended. In July 1933,
And they said to Germany, you fire Hitler and you put every Jew back into his former position, whether he was a communist, no matter what he was. You can't treat us that way. And we, the Jews of the world, are calling upon you and serving this ultimatum upon you. Well, the Germans told them, you can imagine. So what did they do? They broke up. And Samuel Untermeyer, if the name means anything to people here, well, in 1933, when the Germany refused to surrender, mind you, to the World Conference of Jews in Amsterdam, they broke up, and Mr. Untermeyer came back to the United States, who was the head of the American delegation and the president of the whole conference, and he went from the steamer to ABC and made a radio broadcast throughout the United States in which he said, the Jews of the world now declare a holy war against Germany. We are now engaged in a sacred conflict against the Germans. And we are going to starve them into surrender. We are going to use a worldwide boycott against them that will destroy them because they are dependent upon their export business. And it is a fact that two-thirds of Germany's food supply had to be imported. And it could only be imported with the proceeds of what they exported, their labor. So if Germany could not export, two-thirds of Germany's population would have to starve. There just was not enough food for more than one-third of a population. Now, in this declaration, which I have here, it was printed and paid, a whole page, in the New York Times on August 7th, 1933, Mr. Samuel Untermeyer boldly stated that this economic boycott is our means of self-defense. President Roosevelt has advocated its use in the NRA, which some of you may remember, where everybody was to be boycotted unless they followed the rules laid down by the New Deal, which of course was declared unconstitutional by the Supreme Court at that time. Nevertheless, the Jews of the world declared a boycott against Germany, and it was so effective that you couldn't find one thing in any store anywhere in the world with the word made in Germany on it. Man muss in dem ganzen Zusammenhang wissen, das ist jetzt eins der ersten Dokumente, was wir im Public Record Office dann auch abgefilmt haben. Das war alles gar kein Problem. Wir haben also die ganzen Dokumente ausgehändigt bekommen, im Archiv natürlich, haben die im Archiv fotografiert und gefilmt, was sich mit Vorschlägen befasst, die über den damaligen britischen Botschafter in Schweden, Mallet, vorgetragen wurden an den Staatssekretär Cadogan. Und zwar geht es um Gespräche, die dieser Botschafter Mallet mit dem persönlichen Rechtsanwalt von Hitler, Ludwig Walsauer, geführt hat. Und das ist eines jener Beispiele, die man aus diesen ganzen Dokumentenunterlagen entnehmen kann, dass Hess ja da nicht solitär oder singulär irgendwelche, wenn er denn Vorschläge gemacht hat, wie er auch selber behauptet, dastand, sondern dass das eingebunden werden muss in unzählige Friedensinitiativen und Vorschlägen aus allen politischen Lagern unterschiedlicher Nationen. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Das, was hier beispielsweise in diesem Gespräch zwischen Ludwig Walsauer und Mallet vorgeschlagen wurde, mit der Bitte natürlich, es an Churchill, an die Regierung weiterzugeben, war, dass beispielsweise angeboten wurde von Walsauerseits im Auftrag Hitlers, das ist also hier völlig unstrittig, die völlige
politische Unabhängigkeit der europäischen Länder, und zwar der, die durch die Wehrmacht und durch Deutschland besetzt wurden, inklusive der Wiederherstellung eines polnischen Staates, in diesem Fall, bei diesem Vorschlag, ohne Ausschluss der Tschechoslowakei. Das Politikum, was aber allein in diesem Vorschlag drin steckt, weswegen dieses Buch von Martin Ellen, bevor es in irgendeine andere Sprache übersetzt wurde, ganz heiß von den Polen aufgegriffen wurde und in einer polnischen Übersetzung vorgelegt wurde, ist, dass eben hier die Wiederherstellung des polnischen Staates angeboten wurde. Das heißt nicht nur der Rückzug der deutschen Besatzungstruppen aus Polen, sondern auch die Wiederherstellung des polnischen Staates. Das war, wenn Sie sich erinnern, am 3. September 1939 der Kriegseintrittsgrund Englands und Frankreichs. Wenn der mit einem solchen Angebot quasi wegfiele, wenn also der Grund, den Großbritannien der Weltöffentlichkeit gegenüber kommuniziert hat, wir stehen an der Seite Polens, wenn Polen angegriffen wird, dann sind quasi wir angegriffen, dann stehen wir Polen zur Seite und erklären dem Aggressor den Krieg. Das ist am 3. September 1939 dann passiert, dass eine solche Begründung natürlich in dem Moment, wo dieser Staat nicht mehr besetzt ist, wo dieser Staat nicht mehr angegriffen ist, würde der Kriegseintrittsgrund für Großbritannien entfallen. Das ist etwas, was in Polen höchst Irritationen, als dieses Buch dann erschien, hervorgerufen hat, weil damit natürlich plötzlich deutlich war, dass Churchill, und das ist eben leider ein Nebeneffekt und deswegen werden wir so attackiert bei diesem Film, dass Churchill überhaupt gar kein Interesse an dem Schicksal der Polen, des polnischen Staates gehabt hat, denn die Möglichkeit, auf so etwas einzugehen, wenigstens darüber zu reden, wäre ja ein Punkt gewesen, der, wenn ihm Polen in erster Linie am Herzen gelegen hätte, etwas gewesen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Es gibt einen weiteren Vorstoß des päpstlichen Nunzius und späteren Papstes, der sich ebenfalls an England wendet. Auch das geht dann jetzt von dem Vatikan, in diesem Fall von dem Vatikan aus, ist also nicht mehr NS-Partei, wie Weissauer das natürlich war. Und hier wird es dann nochmal einen Tick konkreter. Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und Frankreich würden wieder unabhängige freie Staaten. Das heißt, der komplette Rückzug der Wehrmacht aus all den besetzten Staaten und die Wiederherstellung to choose their constitution and government, also die eigene Regierung nach eigenem Gutdünken zu wiederherzustellen. Also es geht nicht um die Frage, dass da irgendwelche Regierungen von NS-Gnaden etabliert werden sollen, sondern dass die Aussage des päpstlichen Nunzius ist, die bestimmen über ihr Schicksal und über ihre entsprechende politische Organisation selber. Deutschland zieht alle seine militärischen Truppen zurück und würde auch für die angerichteten Schäden eine Art Wiedergutmachung leisten. Also hier in Form von Reparation für die angerichteten Schäden während der Besatzung zahlen. Sicherlich auch ein Punkt, wir reden immer vom Jahr 41. Auch das muss ich vielleicht noch in Erinnerung rufen. Wir reden von einem Jahr, an dem gemessen, an dem unmenschlichen und unermesslichen Leid, was dieser Krieg über so viele Menschen anschließend noch gebracht hat, erst das Vorspiel gelaufen war. Das richtige Sterben, das richtige Morden, die richtigen Massaker haben alle danach stattgefunden. Das ist alles noch zu einem Zeitpunkt vor dem Russlandfeldzug, vor der ganzen Entwicklung in Osteuropa. Auch das muss man alles wissen. Millionen von Toten finden erst danach statt. Nicht, es ist schlimm, was bis dahin passiert ist, aber das, was jetzt noch kommt, sprengt alle Dimensionen, die bis 1941 stattgefunden haben. Die Angriffswaffen werden zerstört, eine Formulierung, die wir dann aus den späteren kalten Kriegsformulierungen her kennen. Auch das ist ein Punkt in diesem Paket, was über den Nunzius gelaufen ist. Und hier nochmal
auch bei ihm, auch bei dem päpstlichen Nuntius, die Wiederherstellung der nationalen Identität des polnischen Staates wird wiederhergestellt. Wobei der Nuntius, weil er das quasi im Auftrag oder in Abstimmung mit der deutschen Regierung gemacht hat, nichts sagen kann über die von der Sowjetunion okkupierten Gebiete. Er kann nur das zurückziehen, was an oder das anbieten, was an deutschen Truppen dort als Besatzungstruppen installiert ist. Er kann über die sowjetischen Truppen nichts sagen, logischerweise, weil das ein Angebot war, was natürlich mit der Reichsregierung abgestimmt war, aber nichts, was mit Stalin abgestimmt war. Wir haben dann im Public Record Office eine, das ist die Kopie Nummer 8, das ist eines der wenigen, oder im Public Record Office das einzig erhaltene Exemplar einer Dokumentation, die nur für den Außenminister vorgesehen war, eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Friedensfühlern vom September 1939 bis März 1941. Also ein ganzes Dossier, vielseitiges Dossier mit unterschiedlichen Friedensfühlern, und hier wird dann auch deutlich, dass es eben ganz unterschiedliche politische Gruppen sind. Ich gehe das jetzt nun mal der Reihe nach durch. König von Schweden, neutrales Land, weder auf der Seite Deutschlands noch auf der Seite der Alliierten. Der König von Schweden hat weder mit den Nazis was zu tun, noch hat er was mit den Alliierten zu tun. Insofern eine neutrale Persönlichkeit, die sich ebenfalls hier in Richtung Friedensinitiative äußert. Der Premierminister von Finnland, gut, mag man sagen, ist Partei. König von Spanien, sicherlich eher, gehört eher zum befreundeten Lager. Gleichwohl alles Initiativen aus dem Ausland, die sich in Richtung Friedensvorschläge an die britische Regierung nennen. Daleros ist ein schwedischer Großindustrieller, ein persönlicher Bekannter von Göring, also jemand, der eine ganz enge Nähe hatte zu der NS-Führungsspitze. Insofern einerseits sicherlich Partei, andererseits aber eben auch jemand, der Gewicht hat, wenn Daleros irgendwo, Bürger Daleros irgendwo auftritt und einen solchen Vorschlag macht, dann kann man davon ausgehen, dass das etwas ist, was auf jeden Fall Göring wusste. Insofern die Spitze der Reichsregierung hier mit involviert war und das nicht einfach eine Privatmeinung eines schwedischen Großindustriellen ist.
Thank you.